Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Die Corona-Situation hat eine nicht so unterschätzende soziale Dimension, sowohl was die subjektive Einschätzung des Risikos betrifft, aber auch die Compliance bezüglich der Einhaltung von Regeln. Und bei Jugendlichen ist die Peer Group sicherlich umso bedeutsamer. Und diese soziale Dimension hat oft einen sehr unbewussten Einfluss und der Gruppenprozess wirkt auf unsere Wahrnehmung und auf unser Verhalten und das sollte jedenfalls reflektiert werden, gilt aber nicht nur für Jugendliche, sondern gleichermaßen für Erwachsene. Mein Name ist Julia Holzer, ich bin Bildungspsychologin. Ich arbeite an der Uni Wien als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich für Bildungspsychologie, bin aber auch Lehrerin, also ehemalige Lehrerin in dem Fall. Ich habe 4 Jahre lang an einer Mittelschule in Wien unterrichtet, habe parallel dazu aber auch Psychologie studiert und bin mittlerweile eben an der Universität und mache dort mein Doktorat. Ja, also Angst in der derzeitigen Situation ist sicher nicht hilfreich, weil Ängste auch mit zahlreichen negativen Konsequenzen verbunden sind. Das kann im schlimmsten Fall sogar zu einem Trauma führen. Allerdings, ob eine Situation traumatisch wird, hängt sehr vom individuellen Erleben und vom Umgang mit der Situation ab. Das heißt, das Motto muss eigentlich sein, dass ich Angst abbaue und dafür Risikobewusstsein aufbaue. Und das mache ich, indem ich ausreichend über eine Situation informiere oder informiert bin. Das heißt, ich weiß, was ich vermeiden sollte. Ich weiß aber auch, welche Handlungsspielräume ich habe. Und das gibt mir quasi wieder Kontrolle zurück. Ich sollte es also vermeiden, mich mit vielen Menschen zum Beispiel auf engem Raum, in ungelüfteten Räumen aufzuhalten. Ich darf aber ohne weiteres mit meinen Freundinnen und Freunden spazieren gehen, wenn wir Abstand halten. Ich darf mich zum Picknick treffen. Draußen, wenn ich darauf achte, dass wir zum Beispiel nicht das Besteck teilen, aber ich darf gewisse Dinge machen, die mir gut tun und das gibt mir wieder Handlungsfähigkeit und Kontrolle zurück. Und ausschlaggebend ist es eben, sich nicht als hilflos zu erleben, sondern aufzuzeigen, inwiefern man die Situation für sich selbst ein Stück weit kontrollieren kann. Ja, also das Wichtige ist, denke ich, auch wirklich die Reflexion darüber. Also sowohl die subjektive Einschätzung von Risiken, also wie gefährlich ist jetzt dieses Coronavirus, als auch die Compliance, was die Einhaltung von Regeln betrifft, das hat eine sehr starke soziale Komponente. Also soziale Normen spielen eine wahnsinnig große Rolle, wenn es eben darum geht, als wie gefährlich ich etwas wahrnehme. Wenn zum Beispiel die Personen in meinem Umfeld sich sehr vorsichtig verhalten, dann schätze ich das Risiko automatisch auch als entsprechend höher ein, unbewusst. Wird in meinem Umfeld aber sehr locker mit den Maßnahmen oder dem Virus allgemein umgegangen, dann wird meine subjektive Einschätzung unterbewusst auch geringer. Also Menschen sind soziale Wesen und haben grundsätzlich die Tendenz, mit der Gruppe konform zu gehen, sich also an den sozialen Normen ihrer Bezugsgruppe, bei Jugendlichen die Peer Group, zu orientieren und nicht durch abweichendes Verhalten aufzufallen. Und für Jugendliche gilt das sicherlich noch etwas mehr als für Erwachsene. Das ist eine Herausforderung, denn damit bestimmt die Peer Group ein Stück weit, inwieweit ich das Risiko einschätze beziehungsweise inwiefern ich bereit bin, mich an Regeln zu halten. Was können Eltern oder Lehrkräfte tun, dass Jugendliche aufgrund der Peer Group dieses Verhalten zeigen? Also ich denke, letztlich sind dieselben Methoden wirksam wie bei anderen riskanten Verhaltensweisen, wie zum Beispiel, wenn es jetzt um Alkohol zum Beispiel geht oder auch Nikotin. Man sollte keinesfalls zu viel autoritären Druck ausüben, weil das führt erst wiederum dazu, dass Jugendliche das Gefühl haben, dass sie sich in diese Peer Group flüchten müssen und ihr Verhalten gegebenenfalls verheimlichen. Wichtig ist immer, ein gutes Gesprächsklima herzustellen. Das heißt, ein Klima geprägt von Respekt. Und ein Begriff, den ich sehr wichtig finde, das ist die wachsame Sorge. Und die wachsame Sorge, das meint die Haltung, dass man als Eltern oder als Lehrkraft sensibel für die Gefühle und die Bedürfnisse der Jugendlichen ist. Ja, also grundsätzlich, wenn man mal auch die Situation mit Jugendlichen geschaffen hat, dass es möglich ist, also das Thema wirklich aufkommt, dann kann man das durchaus mal irgendwie üben und das ein bisschen gemeinsam durchspielen, wie man auf jemanden zum Beispiel reagieren könnte.
Aber trotzdem möchte ich nochmal betonen, dass die Schwierigkeit der Situation auch diese soziale Dimension ist. Weil ob ich geschützt bin, hängt eben auch davon ab, inwieweit sich die Personen in meinem Umfeld an die Regeln des Zusammenlebens halten und die Situation ernst nehmen. Und wichtig, wenn man mit Personen konfrontiert ist, die vielleicht das Risiko ein Stück weit herunterspielen, ist zunächst selbst sehr gut informiert zu sein. Weil dann bin ich weniger empfänglich für Verunsicherung, gerade als junger Mensch. Und ein wichtiger Aspekt ist sicherlich auch klarzumachen, dass Personen, die das Virus leugnen, sich es auch ein Stück weit selbst leicht machen. Das heißt, durch die Leugnung des Risikos oder durch das Herunterspielen vermeide ich negative Gefühle und muss mich in meinem Alltag ja auch weniger einschränken. Also bei der Einhaltung von Corona-Regeln geht es ja sehr stark auch um Solidarität und Rücksichtnahme. Und viele Personen, die dieses Risiko herunterspielen, sind sicherlich keine Covid-Leugnerinnen, würde ich jetzt mal sagen, aber sie stellen die eigenen Bedürfnisse über ihre Gesundheit beziehungsweise über die ihrer Mitmenschen und das rechtfertigen sie teilweise damit, indem sie das Risiko runterspielen. Und auch das sollte mit Jugendlichen reflektiert werden und das macht es auch leichter, damit klarzukommen, dass in der Peer Group Personen sich vielleicht anders verhalten, als es wünschenswert wäre.